Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Pikachu. Ich will dieses Pipi, dankeschön. Denn das haben wir noch nicht und ja, ich will es fangen. Ja, im letzten Part sind wir hier im Mondberg angekommen. Und haben auf Team Rocket sind auf Team Rocket gestoßen. Die hier anscheinend seltene Fossilien sammeln wollen. Das war schlecht. Na, komm her. Ja, spring halt nochmal herum. Nerv nicht. Was? Was war das denn? Oh Mann, ich bin so schlecht. Ja, spring mal dahin. Oder dahin. Ist mir egal. Mann! Hör auf herumzuspringen. Was war das denn? Boah, diese Pipi nervt jetzt schon. Hä? Pipi! Du nervst! Boah, ich treffe das aber auch nicht mal. Jetzt haben wir dich. Komm, bleib drin. Du bleibst jetzt drin. Du Nervensäge. Bleib drin! Dankeschön. Meine Güte, ey. Was ein Start in diesem Part. Oh, Pikachu erreicht beinahe ein Level Up. Wegen seines reizenden Aussehens und Wesens ist Pipi beliebt, aber man sieht es nur selten, da es anscheinend nicht viele Exemplare gibt. Ja, sie leben ja alle in einem UFO im Weltall. Oh, zu viele wilde Pokémon. Oh. Ein Trank. Ja, ich denke mal, wir haben hier jetzt so ziemlich... Oh, da sind die beiden wieder. So ziemlich jedes Pokémon in diesem Ort gefangen. Aber das weiß ich nicht. Da, das schwarze Ding dort drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mozi? Hopp, hol dir das Fossil. Miaut. Okay. Na los, mach schon. Du schaffst das, Mozi. Miauts, genau. Oh. Es kann zwar weniger nervend sein als ohne Schutz im Original, aber nein. Die ganzen Pokémon, die in einen spawnen, sind auch einfach nur übelst nervig. Aber naja, gut. Wenn man sie sieht, dann geht es ja. Ansonsten eher weniger. Gut, da ist noch ein Team Rocket-Rüpel. Steck deine Nase nicht in Angelegenheiten von Erwachsenen. Was wollt ihr eigentlich? Ich laufe hier doch nur rum, will hier nur durchgehen. Okay, der Sprite gefällt mir eigentlich sogar ganz gut. Die weiblichen Team Rocket-Rüppeln, die, ne? Die sehen ganz okay aus, würde ich mal sagen. Also, meine Güte, ich will hier doch nur durch. Ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr mich einfach in Ruhe lasst. Meine Güte, ey. Bekommt man hier wirklich nur eine Werterhöhung oder wie war das... Da habe ich noch gar nicht so richtig drauf geachtet, muss ich sagen. Okay, der Ruin Mania gibt's hier auch. Halt, stopp, Finger weg. Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wenn sowas kommt, mal zuerst. Ja, welches davon werden wir uns... Alter, dieses Creepy Face, ey. Voltoball. Welches der beiden werden wir uns holen? Das Helix-Fossil oder das... ich habe den Namen vergessen, Fossil. Wie ist denn das andere? I don't know. Wirklich, ich hab vergessen. Spezialattacken, das juckt mich nicht, denn Pikachu kann auch physisch angreifen. Mit der Ruckzuck-Hieb.
So, was hast du noch? Magnetilo oder sowas in der Art? Jo, Magnetilo, wusste ich doch. Meine Güte. Du kannst doch gewisse Kampfattacke, oder? Nein, okay, dann kann ich dich nicht gebrauchen. Dann kommt mal Nidoran rein. Warum kann Menki noch keine Kampfattacke? Das müsste doch irgendeine Kampfattacke schon können, oder nicht? Und sei es nur Karateschlag, Fußkick oder sonst irgendeine schwächere Kampfattacke. Aber nein, es kann keine. Okay, danke, dass du gemisst hast mit deinem Superschall. Das hätte das Ganze hier nur unnötig hinausgezögert. Und damit hätten wir ihn besiegt. Oh, da heult er schon wieder. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf, aber bloß nicht gierig werden. Wie hieß das? Helix. Und das Domfossil. Was nehmen wir? Kabutops oder Amoroso? Alter, da sammeln die sich schon. Eigentlich bleibt sich, glaube ich, egal. Ich nehme Helix-Fossil, komm, egal. Nun gut, dann nehme ich das hier. Mach das. Lasst mich in Ruhe. Ich will nichts von euch. Stehen geblieben. Ah, ihr beiden wieder. Wow. Die Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt? Hm, Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Mauti. Zusammen sind wir Team Rocket und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollen. Geht das jetzt ein Doppelkampf? Ja, anscheinend. Alles klar. Smogon und Rattan. Ja gut, das kennen wir ja schon. Ich glaube, ich gehe einfach mal mit allen beiden auf das Smogon. Hm, hätte ich nicht mehr machen müssen. Dann hätte ich das Rattan schon mal anfangen können zu schwächen. Aber gut, Pikachu wird jetzt das Smogon schon mal rausnehmen. Und du kannst jetzt das Rattan schon mal anfangen zu schwächen. Damit wäre das erste schon mal weg, wunderbar. Ja, ist jetzt auch nicht gerade so die größte Herausforderung, muss man sagen. Wir sind halt, oh, jetzt kommt Flügelschlag endlich mal, jawohl ja. Ich würde sogar sagen für Windstoß. Ist ja eh eine spezielle Attacke und Flügelschlag ist physisch. Und wir haben ja gesehen, Taubsi ist eher auf der physischen Seite stärker. Von daher passt das Ganze schon. Gut, und Pikachu, einmal den Dönerschock bitte auf das Rattan. Und du, wenn es nur überlebt, sollte deine Hornattacke das Rattan dann rausnehmen. Ja, müsste eigentlich passen. Säure trifft beide, aber das juckt uns eher weniger. Es macht uns ja eh nichts aus. Okay, es reicht. Wunderbar. Und Mauti will erst gar nicht kämpfen anscheinend. Ist auch okay. Ich glaube das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. Alter, James, was hast du denn für ein Gesicht? Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ich finde es schön, dass sie das übernommen haben. Auch wenn ich es irgendwie noch witziger fände, wenn sie ihren ganzen Catchphrase gebracht hätten. Aber, ja gut. Dann halt nicht. Okay, dann sind wir jetzt auf der Route vor Azuya City angekommen. Da liegt noch ein Item, das schnappen wir uns natürlich auch noch. Paraheiler. Und da oben liegt auch noch ein Item. Was haben wir hier?
Pokebälle. Okay, hier gab es doch, glaube ich, diese zwei Trainer, die einem Mega-Kick und Mega-Heap beigebracht haben, oder? Oder war das hier vorne? Nochmal ein Schutz, okay. Nee, ich glaube, das war hier, wo wir dieses Item da gerade gefunden haben. Aber anscheinend gibt es die hier nicht mehr, okay. Na, Schutz hier irgendwie alles von meinem Joy-Con hier ab. Ist hier unten noch was? Oh. Ja gut, stimmt. Oh, ein Sandan. Ein wildes Pokémon, ein Sandan. Sand am Meer. Dazu wirst du noch irgendwann. Zum Sand am Meer. Wunderbar. Ein neues Pokémon ist gefangen. Ja, ich weiß nicht. So in den normalen Spielen habe ich eigentlich nie Pokémon groß gefangen. Aber hier? Weil, ich meine, es geht ja... Es ist ja nicht mal so schwer. Man wirft einfach nur die Pokébälle und hofft, dass es irgendwann mal drin bleibt. Der Körper dieses Pokémon ist sehr trocken. In kalten Nächten wird sein Körper von Tau überzogen. Alles klar. Hier noch irgendwas? Nö, nur ein Maxi-Sandal. Wow. Was kommst du hier so angestürmt, Mangy? Nein. Dich will ich nicht fangen. Ich will fliehen. Dankeschön. Gut, und... Ach, da unten liegt doch noch ein Item. Okay. Dreimal Superball. Gut, und ja, da oben ist die Azuria-Hürde, die ist aber natürlich gesperrt. Azuria City. Mit der schönen Musik. Pikachu, hä? Pika! Ja, ein Springbrunnen. Und jetzt? Möchtest du etwas Geld in den Brunnen werfen? Ja. Okay. Irgendwie sieht Pikachu ein kleines bisschen glücklicher als zuvor aus. Okay, na dann hat es ja doch irgendwie gelohnt. Gut, dann gehen wir jetzt aber erst mal kurz Pokémon heilen und dann schauen wir jetzt noch ein bisschen in dieser kleinen Stadt hier um. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Blub, 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 dim, 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 dim. Ja, das ist irgendwie schon komisch hier. Ich habe das Ganze hier jetzt mal anders da gemacht. Was bist du für einer? Möchtest du ihm eine... Okay, was für eine Attacke? Pilzelturbo. Was ist das denn für eine Attacke? Ein stürmischer Blitzangriff mit hoher Erschlag- und Volltrefferquote. Okay. Bringen wir ihm das bei? Donnerschlag würde ich gerne behalten. Ach komm, für Dönerwelle. Das brauchen wir, denke ich mal, nicht. Ist wichtig, einen guten Draht. Okay. Interessant, eine neue Attacke also. Die wahrscheinlich Pikachu exklusiv ist. Ja, das wissen wir. Physisch speziell gab es damals in der ersten Generation aber noch nicht. Das gab es erst ab der... Oder? Nee, doch. Es gab es schon in der ersten Generation. Möchtest du dein Radfatz gegen meins tauschen? Wieso? Ja gut, wenn du ein Radfatz hast, das... Also ein getauschtes Pokémon gibt dir dann halt mehr Erfahrungspunkte beim... Trainieren, aber wieso sollte ich das jetzt unbedingt tauschen? Außer es ist ein Shiny oder hat sonst was für besondere Fähigkeiten, Werte oder irgendein Item oder sowas, aber... Ansonsten sehe ich da jetzt nicht so den großen Zweck dahinter, muss ich leider so sagen. Elektroball faulenzt.
Los, Lektoball, setze Ultraschall ein. Komm schon, Lekto, tu, was ich sage. Scheint ein sehr guter Trainer zu sein. Wenn der Pokémon den nicht gehorcht, aber gut, das hat halt seinen eigenen Willen. Das muss man halt mal akzeptieren. So, die Riesenperle. 4000 gibt die. Okay, die wurde sogar erhöht vom Preis, oder? Sternstaub auch, das war sonst immer 1000. Die Perle werden wir auch, denke ich mal, nicht gebrauchen können. Und ansonsten... Nö, dann erst behalten wir mal. Nein, nichts verkaufen. Pokéball haben wir genug, Superball eigentlich auch, Trank, ja, Gegengift, komm, wir erhöhen das mal auf 6 Stück. Auf 5 Stück. Aufwecker, ja, einfach mal 5 Stück davon jeweils holen. Ich denke mal, das reicht dann erst einmal. Fluchtzahl habe ich noch, Schutz auch. Und die ganzen Items hier brauche ich nicht wirklich. Ja, warum kann man Sonderbonbons eigentlich nicht kaufen? Hä? Ja gut, weil das sonst wahrscheinlich zu OP wäre, weil... Ja, kostet ja halt mal ein paar hundert Super Sonderbonbons. Levelst dein Pokémon damit auf Level 100. Und hast dann Level 100er Pokémon. Okay, für was hast du dann diesen Laden, wenn man diese Pfeile nicht kaufen kann, sondern nur anschauen mag? Naja, ein Fahrradmuseum oder was? Die Leute sagen, dass der Mann in dem Haus da Pfeile aus der ganzen Welt sammelt. Ja, aber nur sammelt. Und nicht verkauft, warum auch immer. Hier gab es doch auch einen Trainer, der ein Pokémon getauscht hat, oder? Jetzt, wo Bisasami wieder richtig fit ist, würde ich es gerne in die Obhut... Oh, ja, gib mir her. Ich nehme es. Was? Okay, wie viele Pokémon haben wir? Gefangene Arten 20. Verdammt. Ich muss mehr Pokémon fangen. Los, auf die nächste Route. Wir müssen Pokémon fangen, damit ich diese Bisasami ins Team nehmen kann. Und das würde ich wahrscheinlich sogar machen. Das ist der Typ, der hier was über diese Ohren erzählt hat. Ich glaube, mit welchem Pokémon man die bekämpft hat oder so. Irgendwas in der Richtung war das doch, glaube ich, oder? Du findest einen Sonderbonbon. Okay. Apropos, ich wollte mal... Wir können ja Pokémon neben uns herlaufen lassen. Ja. Mich folgt jetzt ein Carpador. Ja! Das arme Carpador. Ist das Pokémon-Quälerei? Ich weiß es nicht. Ein Fisch, Fisch auf dem Festland hin, laufen lassen. Was macht ein Onix in einem Haus? Okay, man sieht... Das Haus muss ziemlich groß sein, oder? Ein Onix passt doch nie und nimmer in dieses Haus hier rein. Immer diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil ich mein kleines Nixielein dabei hatte. Pah, mein Nixielein ist so gut trainiert, dass es von alles allein in seinem Pokéball geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Ja, mein Carpador weniger, aber okay. Liegt vielleicht auch daran, dass dieses Onix hier
glaube ich, alles einreißen würde. Hey, Officer Rocky! Bei den Leuten in dem Haus wurde eingebrochen. Zeugenaussagen zufolge gehörte der Täter zu Team Rocket. Um die Opfer des Einbruchs zu schützen, darf sich hier momentan nicht mal ein Radfahrts ungesehen passieren. Ja, und da drüben steht der Typ. Hallo, da drüben, da ist der doch. Meine Güte, du bist aber blöd. Oder blind, eher gesagt. Ah! Das Pokémon hat ge... Muss mich beruhigen. Ja, calm down, mein Freund. Calm down. Oh. Ihr seht gerade, wir sind schon bei 20 Minuten. What the fuck? Die Zeit rast hier so rum, ey. Level 12. Also ein Feuerrot warst du auf jeden Fall stärker. Ach schade, ich wollte doch gerade Pilzelturm mal ausprobieren. One-Shot. Ja gut, wir sind halt doch ein bisschen höher gelevelt. Myrapla. Da können wir doch mal mit Taubsi kämpfen. Und seinen Flügelschlag mal ausprobieren. Oh, das ist Level 12, okay. Flügelschlag! Schade, kein One-Shot. Es hat noch keinen Tauboga, das merkt man halt. Tauboga hätte das jetzt locker gewone-shottet, aber gut, auch für den Tauboga müsste es Level 18 sein. Dann wären wir 6 Level über diesen Myrapla, von daher wäre das, glaube ich, auch so oder so klar, dass wir das dann one-shottet hätten. Aber gut. Kabador ist Level 10, noch 10 Level, dann haben wir einen Garados. Und Evoli. Was machen wir gegen Evoli? Ja, Menki hat ja immer noch keine Kampfattacken. Ansonsten hätte ich jetzt Menki reingeschickt. Aber so gehen wir einfach nochmal auf Pikachu. Evoli! Ich weiß, Doppelkick wäre es wahrscheinlich besser, aber ich will mal Pilzelturbo austesten. Okay, scheine etwas... Oh, das war ein Crit sogar. Scheine etwas schwächere Volt-Tackle zu sein. So vom Prinzip her. Das war guter Schaden, muss man sagen. 12 HP, not bad. Menki, jetzt lernt endlich mal eine Kampfattacke. Meine Güte. Easy. Oh Mann, also wirklich. Tut mir leid, dass ich so ausgeflickt bin. Eigentlich habe ich ja die Nerven aus Stahl, aber... Da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich dort angekommen bin... Und jetzt halte ich bitte fest... Da war Bill, der Pokémaniac, gar nicht da. Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Ach, wenn ich nur daran denke, läuft mir eiskalt den Rücken runter. Halte ich am besten vor seinem Haus fern, Dakina. Ich zumindest werde einen großen Bogen darum machen. Weichei. Ja? Carpador. Oh. Ich glaube, ich sollte die immer ein Pokémon hinter mir herlaufen lassen. Neben Pikachu natürlich. Was ja immer einem folgt, von daher. Ja. Gut, nochmal kurz Pokémon heilen und dann würde ich auch schon mal sagen, was das mit Pokémon Let's Go Pikachu für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, solltet lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ. Bleibt euch belassen, gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn wir dann die Nuggetbrücke überqueren. Ja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.